So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt ist ja schon länger nichts mehr gekommen bei uns, aber ich nehme jetzt endlich mal wieder Battlefield 4 als Anlass, unser neues Equipment mal zu testen und auch mal ein paar Ankündigungen zu machen. Zum einen, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist schon länger nichts mehr bei uns gekommen. Es fehlen auch noch einige Gamescom-Videos. Da müsst ihr euch einfach gedulden. Wir haben im Team gerade einfach viele Umstellungen, was auch die Hardware angeht, und wir planen einiges. Also lasst euch überraschen. Nun zu Battlefield. Wir sehen jetzt hier Battlefield 4, Need for Speed Worlds, SimCity. Ja, ihr seht jetzt meine Origin hier. Ich habe bei Origin einfach noch nicht viele Spiele. Zu Battlefield. Ich habe es noch gar nicht geöffnet, somit gehen wir einfach mal direkt rein. Spielen. Was mir aufgefallen ist, ihr seht's, es wird direkt der Browser geöffnet. Da haben wir jetzt das Plugin installieren müssen von Battlefield. So, das habe ich schon vorab gemacht. Ich bin mir nicht sicher, belehrt mich eines Besseren, ob man das Spiel auch direkt starten kann oder ob man unbedingt diesen Browser braucht. Wir machen jetzt einfach mal die Kampagne. Ich muss dazu leider sagen, dass ich bisher Battlefield 2 nicht mehr zumindest spielerisch verfolgt habe. Ich habe natürlich mitbekommen, welche Versionen herausgekommen sind, aber das Gameplay an sich hat mich seither nicht mehr gereizt und ich finde, auf der Gamescom haben wir Battlefield 4 wunderbar vorgestellt bekommen und was mich ziemlich reizt ist, wie in Battlefield 2 dieser Commander-Modus und lauter solche Sachen. Die Kampagne soll auch ganz gut sein. Jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen. Ihr seht gerade, die Auflösung stimmt noch nicht. Wie gesagt, nicht gestartet bisher. Dann schauen wir doch mal direkt, ob wir das ändern können. So, zumindest sind wir jetzt mal im Vollbild. Maximiert, Entschuldigung, nicht Vollbild, aber wir gucken gleich mal, dass wir in Vollbild übergehen können. Was haben wir denn hier? Ah, wir können die Maus verwenden, wunderbar. Grafik. Vollbildmonitor. Die Auflösung hat er richtig erkannt, aber wir gehen in den am besten Randlos-Modus, das ist ganz gut. Helligkeit, vertikale Synchronisation. Ich denke, wir nehmen einfach mal die Standardeinstellungen. Wunderbar, jetzt haben wir keinen Rand mehr und ich kann hier trotzdem noch aus dem Bild raus. Das ist schön, nur der Ton geht dann weg. Gut. Wenn ich aus dem Bild rausgehe, meine ich. Kein Thema. Was haben wir denn hier? Grafikqualität, Auto. Da haben wir alles auf hoch. Geht denn auch höher als hoch? Ultra, das hört sich doch gut an. Dann nehmen wir doch mal Ultra. Wir sind einfach mal so vertrauensstark in unserem PC. Audio. Da bleiben wir einfach mal bei Hi-Fi. Wir haben leider hier nur einen Stereo-Ton zur Verfügung, da ich ja, wie gesagt, immer neues Equipment aufnehme und das noch nicht perfekt testen konnte. Wir gehen das jetzt einfach mal alles durch. Es geht sofort los. Sichtbarkeit, okay, Steuerung. Das dauert mir ein bisschen zu lang, deswegen gehen wir einfach mal rein. Die Einstellung schaue ich mir nachher noch an. Unser guter Alex ist einer der Freunde, mit dem ich zusammen über Origin Battlefield hoffentlich auch im Multiplayer spielen werde. Ich habe mir da ein paar Personen an die Angel gezogen und werde euch dann auch mal den Multiplayer präsentieren. Lasst euch da auch überraschen. So, nun aber ab in die Kampagne. Jetzt kann ich euch die Schwierigkeitsgrade mal zeigen. Einfach. Die empfohlene Einstellung. Falls dies dein erster Shooter ist, sie bietet das komplette Battlefield 4-Erlebnis. Allerdings sind Gegner leichter zu besiegen und ihre Waffen verursachen weniger Schaden. Normal. Dieser Schwierigkeitsgrad bietet Gelegenheitsspielern und Genre-Neuling eine ausgewogene Mischung aus Herausforderungen und Erfolgserlebnissen. Falls du mit Shootern vertraut bist, solltest du unter Umständen eher im Schwierigkeitsgrad schwer spielen.
Und dann haben wir schwer. So wird Battlefield 4 bei DICE gespielt. Und genauso sollte es auch von erfahrenen Spielern gespielt werden. Gegner reagieren schneller und richten mehr Schaden an. Damit steigt zwar die Herausforderung, jedoch auch das Erfolgserlebnis. Gut, ich würde sagen, wir entscheiden uns in diesem Fall für einfach, auch wenn wir schon einige Shooter gespielt haben, aber fürs Let's Play ist es einfach besser. So, wir sehen einen wunderschönen Ladebildschirm, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob diese Kurven so gehören oder ob das jetzt ein Grafikfehler ist. Wir sehen es gleich und wir werden auch gleich sehen, ob unsere Ultra-Einstellung auch flüssig läuft. Da geht's auch schon los, vermute ich. Ich habe das Spiel auf einer HDD, deswegen wird es ein bisschen länger zum Laden immer dauern. Aber ich lasse euch mit diesem wunderschönen Lied in das Intro einsteigen. Oh Mann! Zu diesem Song stimmen. Hey, Irish. Weißt du, was für Fische die in Baku haben? Negativ, Staff Sergeant. Hey, Wrecker. Wrecker, bist du wach? Komm wieder zu dir, Mann. Bleib bei mir. Respekt, Wrecker. Das war gerade echt eine klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht am Berg. Shit. Der Sitz rührt sich nicht. Du sitzt fest, Sergeant! Irish, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Red nicht so, Mann, du jagst mir eine scheiß Angst ein. Pack, hilf mir, den Sitz zu bewegen. Wir sinken weiter. Scheiße. Wir holen dich da raus, dann. Hörst du? Wie, Mann? Die Türen klemmen fest. Scheiße! Das lief alles anders als geplant, Irish. Decker, nimm meine Waffe. Was soll das? Sie gehört jetzt dann dir. Was zum Henker soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß! Nein, tu's nicht! Los, Wrecker, zerschieß das Fenster! Das ist ein Befehl! Lass die Scheiße sein, Wrecker! Rettet euch! Raus hier! Raus das hier! Das ist doch Bullshit, Mann! Hörst du mich? Schieß auf das Und da habe ich geschossen. So, jetzt sind wir scheinbar vor diesem Erlebnis. Und dann mal los. Okay, ich kann mit rechts nicht hinzoomen. Ich kann crouchen und hüpfen. Also wunderbar, es läuft auf Ultra, wie es aussieht. Kann ich um die Ecken schauen? Nein. Was haben wir hier? Ah, der Laserpointer. Das habe ich mit V. Da wechselt zwischen ich Burst, schätze ich mal, ein Einzel. Wir haben keine anderen Waffen. Okay. Na, dann mal los. Kann ich noch... ja, das geht noch. Ja, ich versuche gerade die alte Tastenkombination aus den Battlefield 2 Spielen. Dass man mit Y auch kriechen kann. Das funktioniert alles noch wunderbar. Man bekommt hier auch eine kleine Einführung, wie ich gerade sehe. Aber ich ignoriere das immer. Über das Spielmenü kannst du dir dein aktuelles Ziel, deinen Punktestand und deine Aufträge ansehen. Du kannst dort außerdem Einstellungen und die Bewegungssteuerung ändern. Checkpoints laden oder Levels neu starten. Na, dann gehen wir doch mal ins Spielmenü. Es gibt für jede Mission drei einzigartige Aufträge, die abhängig von deiner Punktzahl in der jeweiligen Mission freigeschaltet werden. Der Bronzeauftrag erfordert die wenigsten Punkte, der Goldauftrag die meisten. Schließt du deinen Auftrag ab, wirst du mit einer einzigartigen Waffe belohnt, die du in der Waffenkiste findest. Du kannst Missionen wiederholen und alle bereits freigeschalteten Waffen nutzen, um eine höhere Punktzahl zu erreichen. Naja gut. Dann spielen wir nochmal weiter. Oder schauen wir uns schnell das Menü an. Okay, wir haben hier Missionsaufträge. Unseren aktuellen Schwierigkeitsgrad. Erkennungsmarken, Waffen. Erreiche den Unterschlupf. Sammle dich mit deinem Squad im Unterschlupf. Unsere aktuelle Waffe. Wir haben noch keine Kills, Nahkampfkills, etc. Wir können hier am Checkpoint neu starten. Oder die komplette Mission neu starten.
Wunderbar, dann geht's weiter. Sprinten geht auch, sehe ich gerade. Also von der Tastenbelegung hat sich zum Glück nichts geändert und man findet sich ziemlich schnell ein. Oh, wunderbar, diese Szenerie. Oh mein Gott, schaut euch diese Lichtreflexion an. Wunderschön. Diese Partikel. Wow, ich bin begeistert. Öffnen es auch noch. Wow. Aber alles ein bisschen schöner gemacht. Sammelobjekt aufnehmen. Guter Zug, Erkennungsmarke. Ich hoffe, das Spiel kommt auch in ausreichender Framerate bei euch an. Und ich glaube, ich muss die Maus... Ui, da hatte ich einen Ruckler. Ah, aber das speichert, okay. Ich glaube, kann man hier noch irgendwie die Empfindlichkeit einstellen der Maus? Ah, Mausempfindlichkeit, Fahrzeug, generelle Mausempfindlichkeit, das ist doch besser. Ja, das ist dann bei mir doch die höhere Mausempfindlichkeit, die bessere Einstellung. Na, das ist ein bisschen zu hoch. Ja, es geht gleich weiter. Nehmen wir mal die 30. So, jetzt will ich euch aber mal was vom Spiel zeigen. Das sieht doch ganz gut aus. Ui. Oh. Runter! Fallen lassen! Verdammt, Tracker! Ich hätte dir fast ins Gesicht geschossen! Alter! Wo sind die anderen? Ha! Entspann dich, Pack! Wo zum Henker warst du? Als die Übergabe schief ging, kam ich direkt hierher. Es waren Russen, oder? Spec Ops, eine Sekunde sind sie da, in der nächsten wieder weg. Tief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, hab ich. Sehr gut. Scheiße. Es ist schon hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Ich brech die Funkstelle. Tombstone 3, hier Tombstone Actual. Wo bist du? Tombstone Actual. Komm aus Richtung Norden. Hier wird's brenzlig. Oh, Behältiger Feuerschutz. Bin mein Rückzug. Irish, wir sind da. Wrecker, los jetzt, mach dich bereit. Gib dir mir Deckung. Hier auf Fensterstellung, wir geben Irish Deckung. Der Kiste ist Munition. Welche Kiste? Ah. Nimm dir so viel du kannst. Waffenkiste. Du kannst weitere Waffen freischalten, indem du sie in der Umgebung findest oder Aufträge abschließt. Nachdem du deine Waffe in deinen Besitz gebracht hast, eine Waffe in deinen Besitz gebracht hast, Entschuldigung, ist sie immer in jeder Waffenkiste verfügbar. Stelle dich neben eine Waffenkiste, um deine Munition aufzufüllen. Ah ja, okay. Verstehe. Und hier können wir dann die Waffen auswählen, die wir dann finden. Wunderbar. Wir haben im Moment noch keine andere aus... Ah, wir haben noch ein Scharfschützengewehr. Wir haben auch noch keine Einzelwaffe. Wir haben nur das Sturmgewehr und das Scharfschützengewehr. Ich glaube, ich nehme mal das Scharfschützengewehr. Kann ich das hier als Sekundär? Nee, leider nicht. Geht wohl nur eine große Waffe. Kannst du dir ans Fenster? Aber wie kann ich dann ranzoomen? Das ging doch immer mit Rechtsklick. Entschuldige, da muss ich schnell schauen. Tastenbelegung zu Fuß. Zoom. Rechte Maustaste. Entweder bin ich zu blöd oder ich darf noch nicht anzoomen. Ah, jetzt geht's. Wrecker! Feinde in den Fenstern sind hinüber! Die haben mich festgenagelt! Da sind noch mehr, siehst du sie? So, das waren die ersten beiden. Was sind denn die anderen da? Hallo? Oh, sieht das nach Explosion aus? Juhu! Ich glaube aber, ich nehme die... das Sturmgewehr wieder. Noch zwei!